5, 6, 7, 8. Der Witz ist Stück an Stück, ein nach dem anderen. Witze. Hallo erstmal. Aber hallo. Da sind wir schon wieder beim Bei mir bist du schön Podcast. Swingtanzen in Hannover und dem Rest der Welt, hätte ich fast gesagt. Das, ja, du hättest eigentlich sagen müssen, unterm Schwanz. Und ich sag dann, und dem Rest der Welt. Ja, und so wäre die richtige Reihenfolge gewesen. Kurzzeitig hat mein innerlicher Schweinhund wieder gekichert, als ich Schwanz sagen wollte. Deswegen hatte ich das nicht. Ach, du wolltest das gar nicht sagen, weil du das zu obszön fandest? Ja, ich habe innerlich war ich wieder 12. Hab wieder gelacht. Er hat Schwanz gesagt. Also, schön, dass du wieder dabei bist. Mhm. Also, Swingtanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. So sind wir. Wir sind wieder hier in Hannover. Wir sind bei Boris. Boris trinkt einen Brokkoli-Creme-Suppen-ähnlichen ja. Kaffee. Ja, das ist schon gleich die Social-Ecke hier, weil ich habe mich einen Kaffee gemacht und mit einer French Press. Leider kann man nicht unbedingt French Press sagen, sondern eher nur French Drück. Weil ich habe halt den Stempel vergessen von der French Press und demnach habe ich eigentlich einfach den Kaffee, der jetzt aufgebrüht wurde, auch wieder direkt zurück in die Tasse geschüttet. Ja, lecker. Und jetzt habe ich halt hier so Kaffeebrocken in meinem Kaffee und es schmeckt trotzdem, aber es ist schon ein bisschen eklig. Ja, es ist halt manchmal so, ne? Manchmal ist das so. Und es ist der beste Kaffee des Tages, weil es ist der einzige Kaffee des Tages. Das ist sehr schön. Das ist, ja. Ja. Du bist heute auch mein liebster Podcast-Partner. Ja, genau, so ist das. Ja, du auch meiner. Ja, ab und zu, als wir mal noch mit der Band rumgetourt sind, ja, da kam halt... Oder gut, dass du nach dem Tee drin hast, nicht rumgehurt, rumgetourt. Da kamen wunderschöne Ansagen wie so, hey, ihr seid das beste Publikum, was wir heute hatten. Ja, geil. Diese Standardsprüche, das war schon damals vielleicht noch gut. Ja. Ja, Boris, hast du noch irgendwas zum letzten Podcast zu sagen? Da hatten wir uns ja mit Lehrervorbildern beschäftigt und was so unsere Lehrervorbilder ausmachen. Ich habe nämlich festgestellt... Ja, gut, dass du mich fragst, aber dass du selber antwortest. Ja. Ja, aber erzähl mal. Nee, da nicht. Ist es dir jetzt auch aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass ich auch viel mehr, so seit einem Jahr, Workshops nicht nur heraussuche, weil das geile Workshops sind, sondern auch auf die Trainer achte. Das habe ich vorher gar nicht so bewusst gemacht. Was würde für dich jetzt denn ein Workshop, einen Girl Workshop machen? Ja, wenn du nicht auf die Lehre achtest. Also, als ich angefangen habe, Lindy Hop zu tanzen, ja, als wir das Rad gerade erfunden haben, ja, vor 4 Jahren, oh, ja, da bin ich auf jeden Workshop gefahren, wo ich Zeit hatte. Verlängertes Wochenende, Workshop, geil, ich fahre hin. Dann bin ich auf die Workshops gefahren, so im zweiten Jahr, die einfach so als Event geil waren. So Chase ist einfach ein geiles Event. Ja. Lindy Shock ist ein geiler Event. Ja. In der Nähe von Portugal, wo wir waren, das war ein geiler Event. Ja. So, und natürlich war es da cool, wenn da coole Trainerpaare sind. Aber es war halt einfach eher der Workshop, die Veranstaltung, die mich gereizt hat, mit etwas weiter weg in der Stadt zu sein, mehrere Tage unterwegs zu sein, so als Happening. Ja. So, dann, so seit einem Jahr, gucke ich dann wirklich, ja, da könnte ich hinfahren, ja, aber die Trainer sagen mir nicht zu, das ist meine Meinung, die mag ich gerade in meinem jetzigen Status meines Tanzens nicht so. Ja, dann fahre ich da eher nicht hin. Ja. Und ich glaube, vor 2 Jahren wäre ich da noch, also hätte ich jeden Workshop gefühlt mitgenommen. Ja, wollte ich. Ist ja auch gut. Kommt wahrscheinlich auch wieder. Ja. Also wenn man natürlich die Unterricht noch mitnimmt. Ne? Wenn man nur zur Party fährt, dann ist es ja quasi relativ Wumpe. Ja, da ist nämlich bei mir gerade so ein bisschen der Status, dass ich jetzt, also ich habe auch das irgendwann so gemacht, dass ich dann sozusagen nach den Lehrern schaue und dann, ja, klar, wenn das Event dann irgendwie, weiß nicht. Also manchmal bin ich auch zu ganz, ganz kleinen Workshops gefahren, die eben nur ganz lokal waren, wo ich aber wusste, dass die Lehrer sehr, sehr gut sind und dann bin ich einfach dahin gefahren wegen Lehrern. Mittlerweile ist das so, dass ich, manchmal zu Veranstaltungen fahre, wo ich früher gedacht habe, das ist ein geiler Workshop, aber wo ich heute denke, das ist eine gute Veranstaltung, weil ich dann gar keine Workshops mehr besuche, sondern eben nur die Party-Tickets mache oder Party-Pässe. Und dann ist es mir halt nicht wichtig, wer unterrichtet, weil ich halt gar keinen Unterricht nehme.
Aber wenn ich Unterricht nehme, ja, ist es mir schon wichtig, dass ich auch Lehrer, also von Lehrern unterrichtet werde, so wie wir es im letzten Podcast beschrieben haben, was mir da auch wichtig ist. Weil mittlerweile kann man auch schon mal so in so einer Situation schon sein, dass man einfach sagt, okay, ich weiß schon, also gewisse Grundkenntnisse habe ich, die muss man mir nicht nochmal erklären. Und wenn man das gar nicht erklären kann, könnte als Lehrer, und wenn man eine Frage hat, und manchmal weiß man vielleicht schon die Antwort, nur wenn man so gerade in dem Moment, wo man sie formuliert, dann weiß man eigentlich schon die Antwort. Aber wenn man dann merkt, dass der Lehrer vor allem das gar nicht so auch so sieht und irgendwie vielleicht gar nicht erklären kann, dann hat man da vielleicht irgendwie einen Frust, der jetzt irgendwie bei einem selber entsteht. Und demnach sind halt so strukturierte Unterrichtsweisen schon was Präferiertes. Und deswegen gucke ich dann schon, dass ich auch auf Workshops fahre, wo solche Lehrer unterrichten, wenn ich den Unterricht nehmen möchte. Ansonsten bin ich schon im Moment bei so einem, also im Moment vielleicht in der Phase, wo ich dann nicht unbedingt sehr viel mehr Unterricht nehmen möchte, sondern eher geile Veranstaltungen haben möchte, wo ich eher darauf achte, dass ich weiß, dass auf diese Veranstaltung geile Tänzer sind. Ja. Dass ich auf der Party richtig geil Bock habe zu tanzen. Ja. Ja, also sozusagen, wo die Grundbedingungen für dich erstmal stimmen, damit es gut sein kann. Ja. Ja. Wir werden wahrscheinlich auch noch irgendwann irgendeinen Podcast mal nochmal machen über Workshops und wie wir darüber reden und wo wir waren. Vielleicht ja auch. Wir werden jetzt demnächst, du wirst uns ja bald hören. Das ist ja das Abgefahrene. Beim Podcast ist es ja immer so, wir nehmen das jetzt auf, aber du hörst es ja später. Ja, und ja. Wir nehmen ja schon eine ganze Weile auf und haben in so einer Selbstfindungsphase uns gefunden. Und das ist ganz abgefahren, weil wir werden demnächst, also jetzt zeitnah zu diesem Podcast, auch das wahrscheinlich dann online stellen. Ja, es wird für uns jetzt langsam ernst. Ja, und deswegen könnte man ja auch dann demnächst über Workshops oder Veranstaltungen reden, auf denen wir waren, weil die ja zeitlich in der Nähe sind. Ja, genau. Weil wenn das jetzt gehört wird von dir, ist es, glaube ich, schon mindestens 4 Wochen her, dass wir es aufgenommen haben. Das stimmt. Demnächst wird sich das wahrscheinlich etwas ändern. Und dann sind wir das zeitnah und dann kannst du auch, dann hast du auch noch einen Bezug zu dem, was wir eigentlich erzählen, also zu der Veranstaltung zum Beispiel, von der wir erzählen, weil es einfach dann näher dran ist. Ja. Natürlich, wenn du das jetzt erst in 2-3 Jahren hörst, ist es auch wieder weit weg, aber das theoretisch stimmt. Wäre es so, dass du das dann aktuell hören könntest. Die Chance ist gegeben, weil wir ja. Nehmen ja quasi schon fast ein halbes Jahr auf. Ja. Wenn wir uns mal das Recap-mäßig betrachten. Das stimmt. Nehmen wir ein halbes Jahr auf und haben uns jetzt gefunden und werden jetzt nur das Beste für dich rauspicken. Das Allerbeste. Ja. Genau. Und haben dann quasi schon Material für das Special, wenn wir mal eine besondere Zahl erreichen, so wie 9. Ja, weiß nicht. Ja. Bestimmt okay. Eine besondere Zahl. Dann können wir die Outtakes von den ganz schlechten, die wir nicht nehmen, alle reinhauen. Oh ja, dann wird es aber auch 2-3 Stunden. Ja, dein Kaffee schmeckt? Nein. Also der Kaffee ja, aber der Kaffeesatz nicht so. Der Kaffeesatz nicht. Der Kaffeesatz. Ja, aber naja. Da kannst du wenigstens drin lesen, dann ist es ganz gut. Ja, ich muss das ein bisschen abstehen lassen, dann kann ich auch schön drin lesen, ja. Lecker. Wenn es hart wird, kannst du auch auf den Mondkuchen streichen. Oh ja, das ist auch dann sieht das ein bisschen so aus, als hätte es Also der Kaffee sieht wirklich, also rein optisch sieht er auch eigentlich aus wie ja, also so ein dicker Kakao mit Stücken. Ja, muss man umrühren, der Kakao hat es noch nicht aufgerührt. Ja, der oben, der hat bildet so eine Schicht. Aber bei Kakao ist eigentlich ziemlich geil, weil da hast du immer so einen extra Schokoschuss. So. Aber bei Kaffee trinke ich ja nicht. Ach, trinkst du auch nicht? Nee, irgendwie kein Kaffee. Schokolade kann man nicht flüssig trinken, also das schaffe ich nicht. Das ist ja. Aber du kannst sie gefroren trinken. Ja, essen. Ach, essen. Sieh an. Ja, dann würden wir sagen, einfach change topic. Ja, Kaffee. Ja. Change topic. Ja, heute das Thema. Wir haben noch keinen guten Namen dafür gefunden. Wir haben es einfach mal entspanntes Tanzen genannt. Ja. Und es geht so ein kleines bisschen darum, um den kleinen Mann oder die kleine Frau, das kleine Wesen in unserem Kopf, was uns immer mal wieder das Sternchen stört und irgendwie daran hindert, Spaß zu haben beim Tanzen. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Manchmal sind wir zu verkopft, manchmal sind wir zu verkrampft. Und wir wollen einfach mal darüber reden, was für uns entspanntes Tanzen ausmacht oder dann eigentlich auch wirklich
Tanzen für mich zumindest ausmacht. Ja, also im Endeffekt, was uns entspannen lässt, ja. Was uns relaxen lässt, also mental entspannt sein lässt, damit wir dann in Ruhe tanzen können, ohne an sich verschiedene Dinge zu denken oder auch uns stören zu lassen. Und dann einfach entspannt zu tanzen. Ja, und vielleicht interessiert dich das auch oder vielleicht geht es dir auch manchmal ähnlich. Und wir haben jetzt kein Heilmittel oder sowas und haben auch nicht die Wahrheit gebracht. Nein, wir wollen einfach nur sprechen aus unserer Sicht der Dinge, das mal darlegen, was für uns eine Entspannung bringt und ja. Dann eben auch das Tanzen verbessert. Und ganz interessant ist dabei, das einfach vielleicht auch mal gehört zu haben, sich das mal vielleicht bewusst gemacht zu haben und dann kann ja jeder Sachen machen, um das abzustellen, oder nicht? Ja, es kann jeder Sachen machen, das ist schon mal richtig. Ja, und zwar es ist so, es gibt ja zwei Arten, grobe Arten, sage ich mal, wo man tanzt. Ja, man tanzt entweder drin auf einem Social-Event. So. Drin oder draußen ist gut. Man tanzt ja entweder auf einem Social-Event, wo es kurz andere Rahmenbedingungen gibt, oder man tanzt in einer Art Kurs, Workshop, regelmäßiger Unterricht. Mhm. Das sind erstmal so grundsätzlich, denke ich mal, zwei verschiedene Sachen. Und an die Sachen muss man natürlich auch anders rangehen, weil die andere Rahmenbedingungen haben. Ja. Und im Vorfeld haben wir uns überlegt, es gibt quasi eigentlich drei große Gebiete oder Kategorien oder Einflüsse, mit denen man sozusagen sich abgeben muss oder abfinden muss oder mit denen man leben muss. Und zwar ist das einmal so alles Externe, die Umgebung, der Boden, die Band, die Leute oder so etwas. Alles, wo wir quasi aktiv jetzt weniger Einfluss drauf haben, sage ich jetzt mal. Ja. Dann gibt es natürlich das Interne, unser eigenes Körpergefühl, unsere eigene Einstellung, unser Relaxed-Sein. Und als drittes gibt es quasi jetzt für Swing-Tanzen natürlich wichtig, die eigene Sicht zum Tanz, sozusagen die Sicherheit, die man hat beim Tanzen, was man tanzen möchte, wie man sich gerade beim Tanzen fühlt. Ja, oder einfach das Tanzen, das Doing sozusagen. Ja, genau, das richtig. Tanzen tun. Das Machen. Das sich bewegen. Das Umsetzen. Ja. Von der Vorstellung in den Körper. Genau. So, und über diese drei Sachen wollen wir dann quasi einfach erstmal so ein kleines bisschen philosophieren. Ich wollte es gerade sagen. Philosophieren in unserer eigentlichen Art. Ganz kurz zum Philosophieren. Ja. Ich wollte mal einen Doktortitel machen, ne? Oh. Aber ich wollte nur. Der Philosophie? Genau. Ich wollte nur Doktor der Philosophie machen. Dann heiße ich nämlich Dr. Phil. Dr. Phil Philosophie? Ja, Dr. Also, Phil. Wie heißt das? Echt? Du heißt es Dr. Phil? Dr. Ah. Phil. Wie geil ist er das denn? Ja, was könnte ich denn da studieren? Bohrinselindustrie. Oder irgendwas aus dem Stoff Bohr. Aber das ist dann irgendwie, also chemisch... Ist das ein das Mantafahrer oder nicht? Was? Nichts, Entschuldigung, ich war ein ganz schlechter Witz. Boah. Oh. Ja, wir schneiden, weil ich hab, also schneid's dann raus und dann ganz tollen Witz rein. So, aha, ja. Genau. Von ja. Wem? Also musst du jetzt mal einen erzählen oder so? Ja, mach einfach einen richtig guten Witz. Von Otto einfach. Ja. Ja. Wir sehen schon gute Witze und du schneidest was von Otto rein. Wir sind auf einer Wellenlänge. Da hast du recht, ja. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel gewesen, aber es wäre zumindest was Deutsches. Das stimmt. Phipps Asmus ist auch ein großartiger Mensch. Ja, das hast du schon mal. Ja, der ist der Beste. Bist du voll der Fan von. Ich bin ein richtiger Fan davon. Aber der ist ja nicht, der ist ja kein Comedian, das ist ein Witzerzähler. Richtig. Witze Stück an Stück, ein nach dem anderen. So hast du es nämlich auch Podcast 1 oder so. Unglaublich. Ja, aber man merkt schon, wir sind jetzt ziemlich relaxed, während wir euch das erzählen. Das kommt schon durch den Kaffee allein. Ja, der. Und das liegt so ein kleines bisschen auch an unserer Einstellung dazu und unserer Herangehensweise. Nehmen wir mal erstmal so ein bisschen über Unterricht reden, falls jemand von euch Unterricht nimmt oder genommen hat. Meistens ist es ja so, dass man... Oder gibt, ja. Meistens ist es ja so, dass man Unterricht in einem geschlossenen System hat. Das hört sich sehr physikalisch an. Oh ja. Dr. Phil. Ja, es ist quasi so, es gibt gewisse formelle Regeln beim Unterricht. Ja? Man hat eine gewisse Uhrzeit, zu der man da ist. Es findet in einer Uhrzeit statt. Das heißt, man kann da auch gar nicht dran drehen. Ne? Wenn man
wenn ich regelmäßig, sage ich mal, Unterricht habe, mein Kurs ist Mittwoch 19 Uhr, dann kann ich nicht sagen, oh, aber Dienstag 18 Uhr habe ich Lust, Unterricht zu nehmen. Also das wird schwer. Ja. Dann gibt es natürlich auch diesen sehr formellen Rahmen. Es gibt den Trainer, das Trainerpaar, die Trainerin und es gibt die Schüler oder die Lehrenden und Lernenden, wie man in Niedersachsen jetzt sagen muss. Ja, wir sind nämlich grammatikalisch ganz korrekt. Ja. Und vor allem auch gendermäßig ganz, ganz korrekt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die dabei sind. Ne? Sehr häufig ist es so, dass man sich die gar nicht aussuchen kann, wer mit mir Unterricht hat. Ne? Also man meldet sich ja manchmal an und man kommt zusammen. Das heißt, da gibt es so eher so formale Vorgaben, auf die man weniger Einfluss hat. Mhm. Ja, und sind das formelle Vorgaben oder formale Vorgaben? Na, das weiß ich gar nicht. Also als Deutschlehrer. Müsste ich eigentlich wissen. Ne? Ja, als Deutschlehrender. Oh, entschuldigen Sie bitte, Herr Deutschlehrender. Deutschlehrender. So, auf jeden Fall. Sie sind ein Deutschlehrender? Oder ja, ist man jetzt als ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, es gibt ein paar grammatikalische Probleme, die damit nicht behoben werden. Jetzt verstehe ich das. Jetzt kommt es langsam raus. Ja, ich bin als Beruf Deutschlehrender. Okay, ja. Gut, dann hauen wir rein. Ja, und damit muss man sich erstmal so ein bisschen abfinden. Und was ich persönlich wichtig finde, dass man es weiß, aber auch wichtig finde, dass man das so ein bisschen durchbricht ist, im Unterricht gibt es ja auch als ich, der das Fach Deutsch unterrichtet, ja. In einer Schule ist es ja so, es gibt ja ein Ziel, das man gerne erreichen möchte. Aus Lehrersicht. Ja. So, und dann, wenn man ein Ziel erreicht, gibt es ja auch einen Weg dahin. Mhm. Und leider, oder in Anführungsstrichen, auch gut so, gibt es dann ja im Unterricht, im Gegensatz zum Beispiel zum Social, beim Tanzen, gibt es ja ein richtig oder falsch. Das heißt, man kann ja Fehler machen. Also wenn jetzt der Unterrichtsgegenstand, sage ich mal, ein Triple Step ist und man den beigebracht bekommen möchte und man macht ihn sozusagen nicht so, wie er in diesem Unterricht dargestellt wird, macht man ja quasi Fehler. Ja. Und diese Bedingung finde ich ganz wichtig zu wissen, weil das kann einen sehr belasten, weil man macht ja nicht gerne Fehler. Ne? Mhm. Also wie oft hat man Beginner-Editionen oder Schnupperkurse unterrichtet, wo viele nach 10 Minuten sagen, ja, ich krieg's nicht hin. Ja. Ja, und sind frustriert. Ja. Also ja, natürlich kriegst du es nicht hin, weil es ja komplett neu ist. Ne? Also wenn ich jetzt Trampolin springen sollte und Salto machen würde, würde ich das auch nicht nach 10 Minuten hinbekommen. Und das ist so eine Einstellung, die man selber wissen muss und dass es halt gar nicht falsch ist oder verkehrt ist, Fehler zu machen. So, das ist so die erste Sache, die einem so ein bisschen diese Spannung nimmt und ein bisschen entspannter werden. Genau, das ist also die Aufgabe eines guten Lehrers, dass man die Schüler darauf hinweist, dass die jetzt was Neues lernen und auch wenn sie jetzt schon, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre alt sind und schon eine riesen Lebenserfahrung haben, werden sie nicht eine neue Sache einfach mal so, weil sie es erklärt bekommen, direkt schon umsetzen können. Ja. Und dass eben Fehler möglich sind und auch Fehler total normal sind, das muss man den Schülern eben nochmal erklären, aber eben nochmal sagen und es erlauben, dass die Fehler machen dürfen. Und das, dieses erlaubt, also man darf, dass man die Erlaubnis hat, Fehler zu machen, das entspannt einen, glaube ich, schon mal sehr. Ja, und das muss man sich auch selber auch als Schüler sagen. Ja, man muss sich selber eingestehen, dass man auch wirklich die Fehler macht und nicht frustriert sein, wenn es eben nicht beim zweiten Mal funktioniert. Ja, und das ist ja das Schwierige. Du bist halt in der Gruppe, die du dir meistens nicht ausgesucht hast und machst vor anderen Fehlern, wenn es üblich ist, in der Gruppe auch noch zu tauschen, wie es beim Swingtanzen ja eigentlich üblich ist, dann macht man mit einem Tanzpartner, Tanzpartnerin auch noch Fehler, vor dem Tanzpartner Fehler. Und da muss man sich, glaube ich, müssen sich auch alle Tänzer, die sich da einfinden, einfach auch selber so ein bisschen zurücknehmen, wenn man jetzt, der eine kann es vielleicht noch nicht sofort umsetzen, der andere kann es schon umsetzen, da muss man so ein bisschen Rücksicht oder Achtsamkeit halt auch einfach üben und auch insgesamt so eine Atmosphäre schaffen, wo Fehler machen akzeptiert ist. Genau. So, und das ist ganz wichtig. Also ich glaube, es ist aus meiner Sicht sogar einfacher, wenn beide im selben Kenntnisstand haben und eben beide dann zum gleichen Zeitpunkt eben dann den Fehler machen, weil es halt die schwierige Stelle ist. Besser als wenn man das mit seinem eigenen Partner macht, weil man dann da ja sowieso immer weiß, dass es immer der Partner schuld ist.
der eigene Lebenspartner, weil der immer schuld ist, schon seit 5 Jahren, ja. Wie lange man auch immer mit dem Partner schon zusammen ist. Und demnach ist es natürlich jetzt auch der Fall. Aber wenn man halt mit einer fremden Person zusammen tanzt, weil man eben Partner gewechselt hat, und beide machen an einer ähnlichen Stelle irgendwas anders, als es die Lehrer gezeigt haben, dann ist es, glaube ich, einfacher, das zu akzeptieren und darüber zu lachen oder das nochmal zu versuchen, nochmal aus Interesse halber, nee, warte mal, so kann es nicht sein, lass uns das nochmal machen. Als wenn man das mit seinem Partner macht, wo man immer sagt, nee, du musst doch das und das machen, hast du nicht hingeschaut. Ja, und das finde ich ist auch eine ganz wichtige Sache, die dann so bei im Unterricht zur Entspannung beiträgt, dass man sich vielleicht ein kleines bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt, als mit dem Gegenüber. Mhm. Ne, weil Fehler finden, das finden wir ganz schnell, aber sich selber Fehler eingestehen oder so, das ist ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, das ist eine Sache, die stark zur Entspannung beiträgt, ist erstmal, was du gesagt hast, dass Fehler sind erlaubt in einem Lernprozess. Also wir müssen Fehler machen, sonst lernen wir daraus ja gar nicht. Ja, genau. Und das andere ist, dass man eher auf sich selber schaut und nicht sozusagen eine Atmosphäre schafft, wo dann alle mit den Finger drauf zeigen, was da jetzt falsch gemacht wurde. Ja. Also ja. Da habe ich auch mal eine E-Mail mal an unseren Mailverteiler geschickt, wo auch da der Betreff war, irgendwie sowas wie, Yippie, ich habe einen Fehler gemacht oder sowas. Ja. Weil man eben nur aus Fehlern lernt. Wenn man nie einen Fehler macht, lernt man nichts. Man kopiert irgendwas, was man vorgemacht bekommt oder was man gesehen hat, aber das kann man dann vielleicht einmal oder auch mehrmals irgendwie so nachmimen oder wie es auch immer heißt. Also einfach direkt so kopieren, also spiegeln im Endeffekt, wie ein Spiegel. Aber das heißt nicht, dass der Spiegel das alleine machen könnte. Und wenn man eben den Prozess gemacht hat, dass man erstmal das falsch gemacht hat, dann muss man eben, dann fängt man eben an, das zu verarbeiten und das wirklich so nochmal zu analysieren, was genau muss ich denn wie wo machen. Zu welchem Zeitpunkt, an welcher Stelle, wo stehe ich, wo steht mein Partner. Ja. Und das bringt einen dann wirklich weiter. Und das ist das der Moment, in dem man lernt. Ja. Und nicht, wenn man keine Fehler macht. Ja, und insbesondere ist es ja beim Tanzen, ist es ja so, dass wir auch den Körper benutzen, um den Tanz auszudrücken. Mhm. Und man muss es halt auch einfach gefühlt haben. Ja. Ne? Also man kann das nicht einfach theoretisch durchdringen und wie eine mathematische Formel analysieren, sondern muss es halt gefühlt haben. Es ist was anderes, den Triple-Step zu lesen, wie er funktioniert, als ihn einfach auch mit den Füßen zu machen. Ja. Also und das finde ich... Man kann es mal aussprechen, Triple-Step, ja. Aber man kann auch dann nicht das irgendwie tanzen. Und deswegen finde ich es halt auch ganz wichtig, diese Fehler, in Anführungsstrichen Fehler, ne? Also diesen Lernprozess auch im Körper wirklich zu spüren. Mhm. Ja, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und natürlich gibt es diese Einstellung hier, I don't do mistakes, I do variations. Ja, und es gibt von allem, ja, aber wir reden jetzt von einem Unterricht, wo ein gewisses Konzept beigebracht werden soll. Und da gibt es halt nun einfach richtig oder falsch. Ja, es kommt immer natürlich darauf an, was das Ziel des Unterrichts ist und wie das definiert wird. Wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte einen Triple Step unterrichten, weil die Leute nur andere Schrittarten haben, also Kickstep zum Beispiel, und sie machen eben anstelle eines Triple Steps einen Kickstep, haben sie eben den Triple Step noch nicht gemacht. Richtig. Und demnach ist es halt in dem Sinne falsch. Ja. Wenn man sagt, ja, wir kommen irgendwie von A nach B, dann ist auch Kickstep richtig, weil es eben auch eine andere Version ist, von A nach B zu kommen. Ja. Allerdings, wenn sie dann nicht von Stelle A nach bleiben. B gekommen werden, wäre es, ja. Und das muss man einfach wissen. Und das ist auch ganz, ganz schwierig, sozusagen für die meisten Schüler umzusetzen, zumindest merke ich das immer wieder, Schüler, die wir unterrichtet haben, der normale Prozess, sage ich jetzt mal, ist für die meisten, wir nehmen erst Unterricht und gehen dann auf eine Social Party. Ja, ja. Und da höre ich immer wieder, dass viele, die vielleicht noch nicht so lange tanzen oder was weiß ich, die trauen sich dann nicht zu tanzen. Mhm. Ja, wir trauen uns nicht oder ich kann das ja noch nicht, dass man dieses ich kann etwas falsch machen, mit auf diese Social Party nimmt. Ja, das stimmt. Oder, und auf diesen Social Event. Und das ist halt aber schwierig aufzubrechen. Ne? Also natürlich kann man es immer sagen und immer machen, aber das ist schwer. Ja, also es ist vielleicht, die eine Sache ist, mit gutem Beispiel voranzugehen. Natürlich kann man das in dem Sinne nicht machen, weil man ja kein Beginner mehr ist. Deswegen kann man jetzt nicht so tun, als ob man Beginner wäre. Ja. Aber
Also ein bisschen einfacher ist es vielleicht, wenn man direkt auf der Party anfängt, es zu lernen, also beim Taster, und dann einfach da bleibt und ja, weiter das versucht. Oder halt, was immer sehr viel bringt, ist, wenn man mit einer Gruppe da ist. Ja. Und die ganze Gruppe sich verabredet, ja, komm, lass uns zur Party gehen, dann bin ich wenigstens nicht alleine. Mhm. Und dann wissen die, dass sie schon mal nicht die Schlechtesten sind, oder vielleicht sind die Schlechtesten aus der Gruppe auch, aber es sind auch andere da, die das ja, auch nicht viel weiter sind. Und dann ist es auch nicht schlimm, dann kann man trotzdem Spaß haben, man kann anderen zuschauen, man kann andere bewundern, man kann die Musik toll finden und man hat einfach so Spaß und ist deswegen auch gewillt weiterzumachen, weil man einfach merkt, der Abend war schön. Auch wenn man vielleicht nur Rockstep Triple Step getanzt hat den ganzen Abend lang oder mal nur einen Song und den Rest des Abends hat man nur rumgesessen. Trotzdem hat man eine schöne Atmosphäre genossen und das bringt einen dann schon mal, also hat schon mal den ersten Schritt gebracht, dass man da hingeht und dass man daran teilnimmt, an diesem Social Life sozusagen. Ja. Und das ist es ja, im Endeffekt ist es ja auch nicht mehr. Also man geht dahin, hat Spaß, man spricht mit anderen Menschen und ab und zu tanzt man eben mal. Richtig. Oder man tanzt mal ein bisschen öfters. Und was man dann tanzt, ist dann halt völlig egal. Es ist halt wie beim Sprechen. Andere sprechen viel, andere sprechen wenig, ja, andere sprechen nur Müll, andere haben sehr viel Inhalt und bei anderen ist es sehr gemischt. Ja. Und ja. Ja, und das führt dann zu einer Entspannung. Ne? Also das ist ja schon das Erste, was du gesagt hast, so wenn man auch im Social Event ist. Erste Sache, die man machen kann, nicht zwangsweise alleine hingehen. Ne? Mhm. Also wenn man sich alleine unwohl fühlt, ja, oder nur im Paar unwohl fühlt, dann kann man ja vielleicht dafür sorgen, vielleicht sind ja Leute neben denselben Unterricht, mit denen die man schon kennt oder so, ja, oder Freunde, dass man einfach so das Erste macht, okay, wir versuchen uns erstmal so eine kleine Gruppe zu schaffen, mit der wir zusammen Spaß haben können. Mhm. Ja, und das finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Und da muss man sich immer mal wieder auch so an die Nase fassen, egal welche Niveaustufe man am Tanzen hat, auch wenn jetzt der Gegenüber vermeintlich weniger gut tanzt oder unerfahrener ist, man kann halt trotzdem gemeinsam unglaublich viel Spaß haben. Ja, ne? Also ja, ja, ja. Das ist ja das, was immer so ein bisschen manchmal verloren geht. Es gibt so, ich habe das Gefühl, es gibt so eine Niveaustufe, die man irgendwann erreicht hat, wo man das eher so denkt. Ne? Ja, mit dem kann ich nicht tanzen, der kennt die Figur nicht, ja, oder ja, ja, genau, der kennt das Prinzip nicht oder sie nicht. Und das durchbricht man dann irgendwann. Ja, also ich finde es auch spannend. Ich finde es auch eben, was halt eben mal was anderes als bei der Schule, dass eben auch die Lehrer sagen, ja, wir gehen da auch hin und wir würden uns total freuen, wenn wir euch auch da sehen würden und ihr könnt uns auch immer gerne fragen, ja, ob wir tanzen möchten. Und es eben nicht so, wenn Schüler und Lehrer das sind, weil der Altersunterschied ganz anders ist. Aber so beim Tanzen ist es ja meistens so, dass die Lehrer und die Schüler ungefähr gleich alt sind irgendwie. Oder so sehr gemischte Haufen einfach. Ja. Und da hat man eben nicht mehr diese Distanz zum Lehrer. Und wenn die Lehrer sagen, ja, wir gehen da hin und wir würden uns auch freuen, wenn ihr da auch hinkommt, weil es ist eine tolle Veranstaltung und wir würden auch gerne mit euch tanzen. Natürlich ist auch immer proaktiv, wenn die Lehrer von sich aus auf die Schüler zugehen, weil die Schüler ja doch immer noch so eine Grenze haben oder so eine Angst haben, die Lehrer aufzufordern. Aber wenn dann auch wirklich die Lehrer die Schüler auffordern und sagen, hey, lass mal eine Runde tanzen, dann merken die natürlich am Anfang nicht direkt sofort, aber später, so im Laufe des Tanzes, dass es ja ganz entspannt wird und dass der Lehrer jetzt auch nicht seine krassesten Figuren da abfeuert, weil das können sie eh nicht folgen oder führen, wer jetzt gerade tanzt. Und dann entspannt man und dann weiß man, okay, es ist nur Tanzen und alles ist gut. Und eine Sache, die du ganz am Anfang angesprochen hast, die ist mir immer wichtiger geworden jetzt in letzter Zeit, dieses, wenn man auf eine Party geht oder auf ein Social Event geht, es geht ja nicht nur ums Tanzen. Mhm. Ja, und man muss ja auch gar nicht tanzen. Ne? Nee. Da hatte ich jetzt ein Schülerpaar von uns, die hatten gesagt, so ja, die würden sich nicht trauen, auf ein Social Event zu gehen, weil sie haben Angst, gefragt zu werden. Aha. So, die würden halt lieber unter sich tanzen, so, aber wenn jemand anders sie fragt, sind sie so unsicher. Und da meinte ich so, ja, aber du kannst ja halt einfach Nein sagen. Ja. Und da ist halt ganz wichtig, dass man auch, es gibt ja quasi diese ungeschriebene Lindy Hop-Etikette oder auch teilweise ausformuliert von mehreren Gebieten, die werden wir euch da vielleicht mal sogar verlinken. Ja. Da gibt es ja eine aus Israel, ist die, glaube ich, ursprünglich. Nee, ursprünglich wurde die erstellt oder aufgelistet von Bobby White, vom Swung Over Podcast. Ah, okay. Und
in Israel, der Ron Dobrowinski, hat das dann visuell dargestellt. Genau. Und das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so ein Plakat, wo das ein bisschen draufsteht. Und da steht auch drauf, so, ne, du kannst halt jederzeit Nein sagen. Mhm. So, das ist ganz wichtig. Und das geht so ein kleines bisschen manchmal unter, auch so in einigen Szenen. Da wird auch, glaube ich, gar nicht gefragt, sondern die Hand ausgestreckt. Das habe ich auch schon erlebt auf einer Party. Und es ist überhaupt nicht schlimm, Nein zu sagen. So, ne? Und das habe ich dann denen auch gesagt. Und die dachten so, oh ja, ist das so? Aber das ist doch unhöflich. Und ich finde, nein, es ist überhaupt nicht unhöflich, Nein zu sagen. Es kommt auch immer darauf an, wie man das Nein sagt. Ja? Aber das finde ich halt ganz wichtig, dass man halt auch diese... man selber möchte ja Spaß haben. Und wenn man jetzt gerade keinen Spaß hat, mit jemand anders zu tanzen, dann muss man das ja auch nicht machen. Nee. Ne? Also das ist so eine... man setzt sich selbst so unter Druck. Ne? Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man selber sich so ein Mindset oder so eine Einstellung schafft, dass man einfach, man geht dahin, um Spaß zu haben. Das wäre zumindest der Idealfall. Sonst würde ich mich manchmal fragen, warum man denn zwangsweise dahin geht. Ja, das ist kein Zwang, hoffentlich. Ja, und man muss ja halt nichts. Und dann, wenn man dann halt auch wirklich nur das macht, was man möchte, also mit dem Tanz, den man möchte, oder die Tänze tanzt, die man möchte, das Tempo tanzt, was man möchte, dann ist man auch schon weitaus entspannter, als wenn man sagt, so ja, ich muss jetzt hier. Und es macht mir aber keinen Spaß. Das wäre immer schlecht, wenn man dann eine Sache macht, egal was sie ist, wenn sie einem keinen Spaß macht, die durchzuführen. Wenn man nicht gezwungen wird, dann ist man irgendwie im Fehl am Platze. Ja. Und wenn das Tanzen ist, dann lass das Tanzen sein. Ja. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, zur Arbeit gehen ist, dann geht es zur Arbeit. Ja. Es gibt einige Sachen, die sind einfacher umzusetzen. Ja, das stimmt. Und zum Tanzen ist ganz interessant, da hatte ich jetzt auch... hat ein Schüler gesagt, ein Leader war das, und der hat gesagt, so, er fühlt sich so unsicher so beim Swing-Out und er mag den überhaupt nicht und so und ist da ganz unentspannt. Und dann meinte ich so, ja, dann tanz ihn doch einfach nicht. Ne? Also, ja. Also gerade als Leader, ne? Da hat ja, man die Wahl. Genau, als Leader hat man dann eher so die Chance. Total. Und er meinte so, wie? Ich so, ja, naja, also wenn dir persönlich die Figur nicht gefällt, so, dann musst du sie nicht tanzen. Genau. So, ne? Und das erinnert mich wieder mal an diese Situation, wo die Follower immer zu mir kamen und haben gesagt, ich habe gerade mit einem Typ getanzt, der hat von vornherein gesagt, er tanzt nur 8 Counts. Ja, das war dem genauso. Der mag es nicht, 6 Counts zu tanzen, offensichtlich. Ich weiß, wie gesagt, bis heute nicht, wer es war. Aber es war wohl jemand, der mit 6 Counts nicht zurechtkam. Ja. Und dann lässt es einfach weg. Ja, das ist halt als Leader ein kleines bisschen einfacher. Aber das ist halt auch mal so ein Tipp. Ne? Auch wenn man die neueste fancy Figur irgendwo gelernt hat, man fühlt sich unsicher dabei und man mag sie nicht. Man muss sie nicht tanzen. Nee. So, und gerade als Leader, man tanzt sie dann einfach auch nicht, weil wenn man sie nicht hinkriegt, dann tanzt man sie sowieso nicht, auch wenn man sie eigentlich vorhatte, irgendwas anderes wird es dann und dann muss man sich auch nicht entschuldigen. Ja, richtig. Das ist gut. Ja, und das ist halt vielleicht auch noch so eine Sache, insbesondere auch für Leader, die vielleicht ein bisschen erfahrener sind, man sollte ja auch in Anführungsstrichen den Follower, ob das jetzt wer immer das ist, auch nicht dazu zwingen, eine Figur zwangsweise zu tanzen. Mhm. Es gibt, wir wissen das ja alle, es gibt offenere Figuren. Change Place ist halt eine super offene Figur, da kann alles passieren. Swing-Out in Anführungsstrichen auch, aber es gibt halt Figuren, die sind, sage ich mal, nicht ganz so frei. Mhm. So, was weiß ich, ein Tandem Charleston, sage ich jetzt mal, ist jetzt meiner Meinung nach nicht so frei wie ein Change Place. Mhm. Und da spürt man eigentlich schon sehr deutlich, wenn ein Follower das vielleicht nicht ganz so gerne mag. Und da sollte man auch offen dafür sein, so dass das zu merken. Einfach um im Paartanz auch ein bisschen entspannter zu sein. Ja, also da gibt es auch nochmal so Themen, die auch letztens hier beim Workshop angesprochen wurden, aber auch öfter mal bei anderen Followern, gerade wenn man als Leader gerne einen Dip tanzt, während des Tanzes oder am Ende als Endfigur sozusagen, mag das auch nicht jeder Follower. Manche haben da echt extrem Schiss, Fallangst oder was auch immer. Ja. Und wir hatten schon eine Schülerin, die da echt so Panikattacke bekommen hat. Und da muss man eben auch als Leader darauf achten, was kann ich mit der Followerin oder mit dem Follower, mit dem Folgenden, mit der, die das folgen, tanzen und was nicht. Wenn man sich unsicher ist, kann man einfach fragen, wenn man die Person noch gar nicht kennt. Oder halt einfach antesten sozusagen. Man muss ja nicht gleich den Todesdip machen bis zu 1 Millimeter über dem Boden, sondern man kann ja erstmal ganz langsam entspannt anfangen. Und das
ist eben eine Sache, wie man auch keine Aerials einfach so macht mit richtig einem Fremden, also sowieso nicht auf dem Social Dance Floor, aber auch nicht mit irgendjemandem Fremden, einfach mal so ein Aerial machen, weil die Person kann den Aerial vielleicht gar nicht, hat noch nie getanzt oder hat irgendwie gerade, keine Ahnung, einen Bandscheibenvorfall oder sonst irgendwas, und da kann man nicht einfach mal sowas machen. Genauso nicht, wie man als Follower irgendwie einfach auf ein Leader draufspringt, ja, mit beiden Beinen und sich festklammert. Der kann auch irgendwie Probleme haben oder Knieprobleme oder sonst irgendwas. Das kann man auch nicht einfach so machen. Da muss man sich halt vorher abstimmen, ob der Partner das machen kann oder nicht. Und normalerweise macht man das eher mit jemandem, den man kennt und mit dem man öfter tanzt und nicht mit irgendwelchen fremden Personen, die man irgendwie mal eben gerade kennengelernt hat. Von daher, es gibt manche Figuren, die funktionieren und manche Sachen, die man gerne macht und manchmal auch nicht macht. Es gibt auch irgendwie sowas wie Schulterprobleme, wo eben Underarm-Turns eher nicht so gewollt sind von Followern oder von Leadern. Also ja, achtet einfach darauf, mit wem ihr tanzt und was da euch vielleicht auffällt, was da gar nicht so funktioniert. Und da bin ich auch ganz bei dir, dass man auf den anderen achtet und vielleicht auch ein bisschen freier tanzt, ein bisschen offener tanzt. Ja. So gerade auf dem Social. Es ist nichts Schlimmeres, finde ich, als wenn jemand, sage ich mal, eine Figurenabfolge initiiert, wenn ich Follower tanze, ja, da bin ich wirklich nicht gut, ja, und die geht über mehrere Figuren und sie soll jetzt genau so sein und ich merke so, ich habe es halt falsch gemacht. Ja. So, ne, und das ist echt ein schlechtes Gefühl. Ja, ja, das stimmt. So, man wird so ein bisschen in Anführungsstrichen vorgeführt, man kriegt gezeigt, was man nicht kann. Anstelle, man kann ja dieselbe Figurenfolge tanzen, aber viel freier. Man kann darauf reagieren, der Follower macht etwas anderes, okay, ich gehe darauf ein, dass es so eine Kommunikation gibt. Genau. Und dann fühle ich mich auch als Follower viel freier. Also dann find ich mich auch entspannt. Mhm. Ne? Also insbesondere, wenn es jemand ist, mit dem ich noch nicht so häufig getanzt habe. Ja. Das ist ja das Wichtige. Meistens ist ja so, mit jemandem, wo man häufig getanzt hat, fühlt man sich auch entspannter. Man weiß, was man zu erwarten hat. Genau. Wir reden jetzt eher darüber, wir sind auf einem Social Event und wie schaffe ich es generell, ein bisschen entspannter zu tanzen, so ein bisschen die Figur oben in meinem Kopf, die da immer sagt, so, du machst alles falsch oder es ist gerade scheiße, so ein bisschen freier zu bekommen und sich so ein bisschen mit dem Tanz mitziehen zu lassen. Ja. So, das ist ja das Schöne, finde ich. Das ist ja das unglaublich Schöne. Und da ist es halt wirklich, man muss ein bisschen offener sein, als Leader, als auch als Follower, dass Figuren anders enden können, anders starten können, in der Mitte anders sein können und vielleicht auch nicht das Gefühl geben, dass irgendjemand was falsch gemacht hat. Ich glaube, also ich bin ja auch gerade im Entwicklungsstadium als Follower sozusagen. Also ich bin da auch nicht gut. Und wenn ich irgendwo folge und ich mache da immer Fehler, habe ich nicht immer den Eindruck, dass ich jetzt für mich denke, oh, ich bin so schlecht und so, ich kann das nicht und habe das nicht verstanden und so, was der gerade von mir wollte, sondern ich habe eher den Eindruck, ah, okay, der gerade mit mir tanzt, der hat mich vielleicht als Leader tanzen gesehen und weiß, dass ich da als Leader auf jeden Fall besser bin als Follower und geht vielleicht davon aus, dass ich auch gut folgen würde. Mhm. Und der Leader kann sich wiederum in dem Moment nicht unbedingt so schnell anpassen, dass er jetzt eben mal ein bisschen runterfährt und sozusagen einen Beginner vor sich hat. Weil man eben sich vorstellt, okay, der kann gut tanzen, also kann der generell gut tanzen. So, ja, das ist ja schon vielleicht wahr, aber halt als Follower muss man schon sehr schnell reagieren. Ja. Wenn man nur auf Agieren geschult ist, dann ist das Reagieren echt, echt schwer. Ja. Und man weiß zwar, wie man sich korrigiert und wie man auch wieder in die richtige Stelle kommt und so, aber halt erst irgendwie einen Count oder zwei Counts später. Ja. So wie es wahrscheinlich auch jeder andere x-beliebige Follower auch genauso kann am Anfangsstadium. Aber es ist halt, also ich habe eher nicht so das Mindset, dass ich denke, oh, ich bin so schlecht. Ich weiß, dass ich da mich verbessern möchte als Follower. Ich habe eher so das Mindset, der Leader hat gerade nicht verstanden, dass ich eben als Follower nicht so tanze wie als Leader. Ja. So. Ja. Und da mache ich mir eben keinen Kopf und bin nicht frustriert über meine eigenen Fähigkeiten, sondern bin halt so auch der arme Leader, der hat noch gar nicht verstanden, dass er jetzt leider einen schlechten Follower bekommen hat. Ja, aber deswegen tanzt du dann ja auch trotzdem entspannt. Ne? Oder gerade deswegen. Ja, ja, genau. Das ist ganz wichtig. Das stimmt, ja. Ja, eine zweite Sache, die ich am Anfang auch ganz schlimm fand, ist, ich hatte immer Angst, beobachtet zu werden. Ja, also viele Leute, ja. Es ist ja nun mal so,
das 0815 Setup eines Social Events ist ja so, es gibt eine Tanzfläche und es gibt Sitzgelegenheiten. Ja. Und die Sitzgelegenheiten sind meistens so ausgerichtet, dass sie die Tanzfläche angucken. Also es würde mich wundern, wenn es andersrum wäre. Naja, also ich kenne da die eine oder andere Party in Hannover, wo es andersrum ist. Okay, ja, ja, aber wenn da auch was zu sehen ist. Ja, genau. Halt, und nicht, wenn da nur eine Wand ist oder so. Ja, aber es ist halt nun mal so, dass, und es lässt sich einfach nicht abstreiten. Es ist einfach so, dass man beobachtet, ist vielleicht das falsche Wort, aber man wird beim Tanzen von anderen Leuten, die nicht tanzen, gesehen. Ja. Das braucht man nicht abstreiten, das kann man nicht wegdiskutieren, das ist halt einfach so. Und natürlich hat das dann ja in Anführungsstrichen so ein kleines bisschen was wie eine Bühne. Und man ist zwar meistens nicht alleine auf der Bühne, aber es ist schon so, dass man... Aber es kann vorkommen, dass genau. Man plötzlich alle anderen fertig sind mit Tanzen und man steht alleine da und tanzt. Oh, dass man sich da so ein bisschen präsentiert. Und das war am Anfang super unangenehm, bis ich halt so gemerkt habe oder auch so in meinem persönlichen Umfeld war das halt so, die gucken vielleicht drauf zu, aber die werten nicht. Ja. Also ja. Es ist halt einfach so. Es ist viel entspannter, wenn man zwar weiß, dass man angeschaut wird, aber man wird nicht bewertet. Es ist weder hier, wie heißt diese RTL-Sendung, da wo sie immer tanzen, da wo es dann die Punkte gibt nach dem Tanzen, das ist es nicht. So You Think You Can Dance? Oder ja, So You Think You Can Dance. Ja, das ist irgendwie so. I don't know. Es gibt da keine Jury. Ich sehe diese Fernsehsendung nicht. Es gibt keine Jury. Es gibt quasi auf dem Social Dance nicht das richtig oder falsch. Ja. Das muss man sich einfach machen. Und es geht halt auch nicht darum, den anderen zu gefallen. Meistens ist es auch nur irgendwie ein Stil, den man vielleicht mag oder nicht mag, den man da irgendwie bewerten kann. Und man kann ja nicht einfach mal eben so das ändern, wie man sich schon jahrelang bewegt. Ja. Und das muss einem auch nicht gefallen als Zuschauer. Und das ist auch scheißegal sozusagen. Wenn man sich so bewegt und man fühlt sich nicht irgendwie blöd dabei, dann ist es alles super. Ja. Wenn man keinen anderen verletzt, ist alles wunderbar. Und ja, vielleicht kennt man das auch von sich selber, wenn man selber Leuten zuschaut. Meistens ist es eher so, dass man, weiß ich nicht, also nicht mit Neid oder so, aber dass man eher auf das guckt, was die anderen gut können. Und das werden die dann auch bei euch machen, wenn ihr tanzt. Ja. Ja, also ich kenne da auch welche, also mehrere Tänzer, die irgendwie auch ein bisschen Angst haben, dass sie irgendwie, das gelästert wird über die oder sowas. Mhm. Und ja. Das sind aber super, super Tänzer. Und die meisten Leute, die sprechen, während die denen anschauen, denen zuschauen, wenn sie über die Personen auch sprechen, dann ist es meistens mit Sicherheit so, dass sie die bewundern. Ja, genau. Kennst du die, hast du die Figur gesehen und das ist so schön und ach, die macht das immer so schön oder der macht das immer so schön. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand irgendwas Negatives sagt. Und selbst wenn, scheiß drauf. Ja, und das führt dann auch zum entspannteren Tanzen, wenn man diesen Fokus wegzieht von dem, was denken die anderen und mich, als dass man jetzt diesen Tanz halt genießt. Ja. Das ist halt super schwer zu sagen. Ja. So, das ist halt einfach so. Zu sagen ist es einfach, nur zu umsetzen. Ja, aber das ist wirklich, das Wichtige ist ja, man tanzt ja, weil man das Tanzen gut findet und nicht, weil man den anderen gefallen möchte. Genau. So, und man kann niemals anderen gefallen. Ja. Nein. Es ist einfach so unterschiedliche Meinungen. Ja. Und einfach davon so ein bisschen wegkommen. Das entspannt einen einfach. So nicht dieses so, oh, jetzt, dann hat man wieder das Gefühl, man macht was falsch oder man macht was anders. Also vielleicht als kleinen Tipp oder so, wenn man so sehr nach außen fokussiert ist, dass man plötzlich alle Augen vom ganzen Raum auf sich selber sieht, versuche dich eher auf deinen Partner zu konzentrieren, dass ihr gemeinsam Blickkontakt wieder aufnehmt, dass ihr mehr visuell kommuniziert und dass ihr wieder mehr gemeinsam Spaß habt. Und wenn auch das nicht funktioniert, weil vielleicht euer Partner irgendwie gerade abgelenkt ist und woanders hinschaut oder sowas, dann konzentriert euch auf euch selber. Ja. Weil alles, was bei euch selber passiert, habt ihr selber in Kontrolle. Richtig. Hoffentlich. Und von daher könnt ihr auch dann auch wieder den kompletten Fokus von allem anderen, was um euch rum ist, versuchen wegzupacken und eben wieder gucken, okay, was ist bei mir, wo stehe ich gerade, wie fühle ich mich gerade und wie ist das gerade in dem Tanzen. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, die Leute gucken, weil mein Partner vielleicht gerade irgendwie total scheiß Connection zu mir hat, dann versucht euch eben
alles, um auf alles andere zu konzentrieren, außer auf die Connection. Ja, weil richtig. Dann könnt ihr immer noch gut tanzen, auch wenn ihr vielleicht nicht ganz versteht, was der jetzt gerade von euch möchte. Der Partner, also kann ja auch ein Follower sein oder sowas, ja. Aber dann könnt ihr auch wieder einfach für euch Spaß haben. Und entspannter werden. Genau, dann wieder entspannter werden, weil da dieser Stressfaktor weg ist. Und dann werdet ihr auch automatisch wieder besser aussehen beim Tanzen, wenn es euch darum geht, gut auszusehen. Das Wichtige ist ja, dass ihr euch gut fühlt. Und meistens ist es so, wenn man sich gut fühlt, kann man das auch gut nach außen bringen. Also dann sieht man gut aus. Und selbst wenn nicht, dann fühlt man sich immer noch gut. So ist es, ja. Ganz genau. Und ein praktischer Tipp ist auch noch so, das hab ich am Anfang häufiger gemacht, wenn ich dann dachte, die gucken mir zu, dann bin ich halt einfach in die Mitte der Tanzfläche gegangen. Wenn die tanzen, wenn mehr als zwei, drei Leute tanzen. Zu. Ach so, ja. Nee, also wenn man einfach, alleine ist, man ist halt in der, ja, aber man ist halt in der Mitte. Ne? Ja. Das sind Tanzpaare um mich rum. Hm. Ich stehe halt in der Mitte und tanze halt da. Ja. Also das ist halt so ein einfacher Tipp. Aber das ist halt nicht zu leugnen, dass Leute gucken. Mhm. Aber man muss von dieser Bewertungsskala weg. Ne? Ja. Also das ist... Das ist aber schwierig. Ich meine, das ist so ein Ding, was jetzt nicht nur durchs Tanzen kommt. Das ist so ein ganz normales... Es ist so ein bisschen in der Gesellschaft, dass man so Ding, irgendwie dahin erzogen wurde, dass Fehler nicht erlaubt sind. Genau. So, ne? Leider ist es so, ja. Und da muss man einfach so wegkommen, gerade wenn man etwas lernt. So, ja. Also wir am Anfang als Kind, wir sind tausendmal auf die Fresse geflogen, ja, damit wir irgendwie vernünftig gehen können. Und jetzt haben wir es auch endlich geschafft. Ja, richtig. Ja. Da muss man halt dann. Da muss man durch. Ja. Durch die ganze Schramm und Zähne, die einem da fehlen und sonst was. Ja, und wo du schon gesagt hast, mit diesem Fokus auf sich selbst. Vielleicht, was ich jetzt sage, ist ein bisschen provokant, ich muss es natürlich dann auch wieder relativieren, aber ich bin der Meinung, beim Tanzen an sich, oder es geht ja darum, Spaß zu haben und sich selber wohlzufühlen, natürlich mit einem Tanzpartner, das ist ganz klar, aber ich bin der Meinung, man muss auch so ein kleines bisschen egoistisch sein. Also man muss wirklich... Man darf egoistisch sein, weil es geht ja darum, dass ich Spaß habe. Genau. Also das ist erstmal mein oberstes Ziel, dass ich Spaß habe. Und man muss auf sich selber achten. Womit habe ich jetzt gerade Spaß? Und dann passiert das natürlich im Partnertanz, dass der Partner, was du gesagt hast, er spürt das dann, dass ich Spaß habe. Und dann entwickelt sich aber etwas. Und man muss so ein bisschen wirklich diesen Fokus von diesen externen Dingen, von allem, was rum ist, die Leute gucken mich an, ich muss das tanzen, was mein Tanzpartner möchte, keine Ahnung, die Musik, der Boden oder alles. Man muss so ein bisschen auf sich selber fokussieren und sich so selber bewusst machen, was macht mir überhaupt Spaß und dann das auch nutzen. Ja, also das würde ich jetzt gar nicht als provokant oder sowas sehen, sondern es ist ganz menschlich und natürlich, dass sollte man, wenn man eine gesunde Selbstwahrnehmung hat, sollte man das auf jeden Fall so machen, dass man auch darauf, oder viel auch darauf achtet, was man selber mag und was man selber auch nicht mag. Ja. Weil nur auf alle anderen, also nur es allen anderen recht zu machen, das macht einen selber kaputt, das macht einen selber krank, weil man oftmals Sachen machen muss, die man gar nicht selber so entschieden hätte. Nur um es anderen recht zu machen. Und das macht man schon oft genug im Leben. Und so ein, ich will es auch nicht Egoismus nennen, sondern ich will es einfach Selbstreflexion oder sonst irgendwie nennen. Und Selbstachtsamkeit. Genau, Achtsamkeit ist ja auch das neue Ding heutzutage. Ja, genau. Aber es ist genau, ganz viele Begriffe dafür. Es ist wichtig, dass man das hat, dass man das macht. Genau wie du sagst, also Boden zum Beispiel. Wenn der Boden zu rutschig ist, dann hast du selber die Entscheidung, einen Schuh zu wechseln. Den Boden kannst du jetzt nicht mal eben austauschen. Genau, du hast Gummisohlen, du hast Ledersohlen. Oder Strümpfe oder Barfuß, wie auch immer. Was halt immer dann gut ist, was ist der Boden. Oder wenn es dir keinen Spaß macht, auf dem Boden zu tanzen, dann tanzt du dann erstmal nicht. Dann tanzt du einfach nicht. Oder tanzt Option vielleicht nur langsamere Songs oder so. Also wir hatten ja gerade jetzt, also ich hatte ja gerade so einen Workshop und da war das Ding auch eben ein Thema, dass man selber schaut, was man selber beeinflussen kann, um mehr Spaß beim Tanzen zu haben, weil darum geht es. Und das ist auch... Also ich habe einfach mal die Frage gestellt, kannst du dir auch selber mal stellen als Zuhörer jetzt, was ist eine Sache, die dich absolut nervt oder was dich irgendwie frustriert beim Social Dance oder beim Tanzen allgemein? Und oftmals ist es einfach so, dass Leute da Themen nennen, die einfach extern bestimmt sind oder so. Oder dass einfach, zum Beispiel, oftmals kommt sowas wie, ja, wenn man getreten wird, das frustriert mich, das nervt mich, da bin ich dann wieder so, hab ich gleich so einen Hals. Ja,
Und da haben wir das mal besprochen bei uns im Workshop jetzt und da war so die Quintessenz, dass man ja nicht getreten wird, weil jemand euch verletzen möchte oder weil jemand euch ärgern möchte ja, oder weil, weil man euch irgendwie ja, scheiße findet, sondern es war ein Versehen. Und das ist erstmal der Tritt an sich, das ist vielleicht auch schmerzhaft, vielleicht aber auch gar nicht so extrem schmerzhaft, aber dass es euch dann nervt, das ist euer Ding. Ja. Das, also kannst nur du selber entscheiden oder nur du selber kannst da was dagegen machen, dass es dich nervt. Das getreten werden kannst du natürlich nicht ändern, außer wenn du halt guten Vorausschau hast, dass du eben nicht getreten wirst. Aber hinten haben die meisten Leute keine Augen. Aber wenn man getreten wird und man wird, dann hat man eine Reaktion, dass man irgendwie sich genervt oder frustriert fühlt, dann kann man sich selber eben sozusagen seine eigene Story bauen, zu sagen, okay, der hat es gerade nicht gesehen, der hat auch eben hinten keine Augen, wenn es ein Rockstep zum Beispiel war. Es war nur ein Versehen. Es ist ein Versehen und wenn man jetzt hingeht und sagt, hey, ja, tut mir auch leid, dass ich da im Weg war und tut es ja auch weh, mir tut es zum Beispiel weh, dann wird der andere auch aufmerksam und dann also wie gesagt, vielleicht hat es der andere auch gar nicht gemerkt, dass er getreten hat, es kann oftmals passieren und vielleicht hat man auch nur so das Gefühl, ich habe jemanden berührt, aber nicht, dass es wirklich schmerzhaft war. Und wenn man eben darauf auf die Person zugeht und sagt, hey, du, ich habe gerade irgendwie durch deinen Tritt echt Schmerzen, dann wird man mit hundertprozentiger Sicherheit keinen vor sich haben, der sagt, Ziel erfüllt. Habe ich richtig getroffen. Yeah, Mann. Tritt dich gleich doch mal. die stelle jetzt auch gleich. Es ist eher so, dass man sagt, oh Gott, tut mir so leid, kann ich dir irgendwie helfen oder kann ich dir Eis bringen oder sonst irgendwas. Also das wird die natürliche Reaktion sein. Und falls das eben nicht der Fall ist, falls man jemanden vor sich hat und sagt, ja, hast auch verdient, dann gibt es immer noch irgendwo einen Organizer oder einen DJ oder sonst irgendjemanden wichtigen sozusagen, der eingreifen kann und die Person dann auch von der Veranstaltung entfernen kann. Also da sollte man auch also nicht noch mehr Frust schieben, sondern dann kann man eben auch mal sagen, ey, da gibt es jemanden, der verlässt extra Leute. Und dann kann man den auch von der Fläche entfernen, was aber auch eigentlich nie der Fall ist. Aber weil es mal der Fall sein sollte, immer. Das Wort oder die Stimme erheben und dann was gegen tun. Ja, dieses Gegentun, das macht man viel zu selten. Ne? Man muss halt für seine eigene Entspannung so ein bisschen sorgen. Man muss wissen, was man möchte mit diesen externen Sachen, ne? Mit Boden zu rutschig oder der DJ spielt scheiß Musik. Ja, dann frag doch mal den DJ, ob er vielleicht deine Musik hat oder mach einen Musikwunsch oder so. Ne? Also es gibt so viele Sachen, wo man sich selber so reinsteigert und wo man dann selber sagen muss, okay, möchte ich das jetzt? Möchte ich mich da jetzt reinsteigern? Ist es wirklich so wichtig? Ja, genau. Ich habe jetzt gerade hier an der Bar 10 Minuten auf meine Cola gewartet. Ja, ist das jetzt so wichtig, deinen nächsten Tanz Frust zu schieben oder den nächsten Tanz vielleicht läuft gerade dein Lieblingslied, ja? Und du bist aber so, nee, ich möchte jetzt hier noch irgendwie lästern oder ich möchte mich jetzt noch mal weiter frustrieren. Ja, das gibt's so, und dann tanzt man das nicht so, ne? Und das muss man wissen. So, ne? Das erinnert mich an eine Veranstaltung, die vor kurzem hier in Hannover stattfand und wo wir beide, der Phil und der Boris, wir waren da. Von vornherein wussten, wird vielleicht nicht unsere Lieblingsparty, aber wir gingen von vornherein mit der Stimmung hin, wir machen da richtig geil Party hart. Und haben wir auch gemacht? Der Schimpschelm allein schon. Oh, wir haben das war der geilste Schimpschelm. Der ist legendär. Wait for it. Das war quasi der Schimpschelm, ne? Also das muss man ja auch sagen. Das war nur der Schimpschelm. Ja, und man muss auch sagen, ich habe auch schon mit Shorty zusammen an dem Tag schon 2,5 Stunden vorher Schimpschelm nochmal unterrichtet. Also ich hatte schon genug Schimpschelm an dem Tag. Aber es war der Schimpschelm. Und dann war das einfach der Schimpschelm. Also ja, warum auch immer. Aber man musste einfach mal alles raus. Ja. Und das war ein richtig geiler Schimpschelm. Ja, und da wurde mir mal wieder einfach bewusst, so, ne? Wenn man hat manchmal, da muss man sich selber auch so ein bisschen an die Nase fassen, man hat manchmal falsche Vorstellungen oder Voraussetzungen, wie eine Party werden muss. Silvester ist da bei mir das beste Beispiel. Ja. Ne, das kennt man ja, ne? Oh ja. Silvester, das ist die beste Party des Jahres und muss geil werden. Und meistens sind genau solche Einstellungen führen dazu, dass es einfach nicht geil wird. Oder dass man so verkrampft
auf ja, Spaß. Dass man einfach eine andere Vorstellung hatte, als wie es wird, weil genau. Es wird halt einfach meistens und, nicht so. Und das hat man manchmal auch beim Tanzen. So. Man denkt so, ja, die Freitagabendparty auf dem und dem Workshop, das ist die beste. Und dann geht man hin so, ja. Das war schon immer die beste. Letztes Jahr war die so geil und dann dem Jahr halt vielleicht nicht. Ja, oder es war halt einfach nicht die beste Party, es war nur eine gute Party. Ja. Und man verhagelt sich seine selbe eigene Entspannung und die Relaxedheit, weil man die beste erwartet hat. Ja, oder so. Weil man eben vielleicht bei der Party damals irgendwie das erste Mal mit einem internationalen Trainer getanzt hat oder sonst irgendwas. Und das war eben der Burner überhaupt. Ja. Oder man hat die Band das allererste Mal gesehen, war völlig geflasht. Und wenn man die halt noch jetzt zwischendurch schon 3, 4, 5 Mal gesehen hat oder gehört hat, dann weiß man halt auch schon, was für Songs sie spielen richtig. Und an welcher Stelle die welche Breaks machen. Und dann ist man auch nicht mehr so geflasht, wenn die plötzlich da einen Break machen. Aber man kann trotzdem einen richtig entspannten, richtig spaßigen Abend haben. Definitiv. Und das ist manchmal, hat man einfach, glaube ich, selbst falsche Vorstellungen davon. Alle Freunde gehen hin, wir treffen uns alle mal wieder, das wird mega. Ja, ja, ja. Und man hat so diese Ansprüche. Mhm. Und dann hat man, das ist so ähnlich wie mit diesen Fehlern und diesem, wenn man sich beobachtet fühlt, man hat dann selber Angst, diese Ansprüche nicht erreichen zu können. Ja. So, und das geht halt nicht. Ne? Man kann halt auch nicht sagen so, und der nächste Tanz wird der geilste Tanz, den ich jemals getanzt habe. Das kann man schon sagen. Ja. Aber ob es dann auch so wird, ist die Frage. Also ich glaube, der nächste wird halt nicht geil. Ja, Boris. Was? Ich habe eine Surprise-Question. Oh, Surprise. Als hätte man das erwartet. Als wenn es geplant wäre. Wenn jetzt, nehmen wir an, wir sind mit unserer Gang unterwegs. Oh. Mit unserer Tanzgang. Ja. Und wir gehen, abends ist, wir sind auf dem Workshop. Mhm. Abends ist Party. Ja. Und wir sitzen beim Essen und wir alle so, ja, heute Abend, das wird die geilste Party des Lebens. Wow, Alter, die Band ist da und es wird mega geil. Welche Gang sind wir denn? unsere Tanzgang. Ja, okay, okay. Unsere Hood Crew. Oh, okay. Ja. Und wir alle sind total gehypt, so, das wird die beste Party des Jahres. Ja, und dann wird es auch so. Und dann geht man sozusagen zum Fertigmachen ins Hotelzimmer oder so etwas. Mhm. So. Wie reagierst du da so jetzt innerlich erstmal so drauf? Wenn das so gehypt wird. Man ja, genau. Also es ist noch vor der Party. Also die Party hat noch gar nicht stattgefunden, aber alle sind schon so, wow, es wird so geil. Es ist unglaublich. Also ja, wahrscheinlich steckt es mich an. Wahrscheinlich werde ich auch Bock drauf haben. Ja. Ja. Also meine Stimmung geht erstmal hoch. Ja. Ja, also man muss nur aufpassen, dass es dann halt nicht die Party kaputt macht, weil es eben nicht die beste ist. Ne? Ja. Klar, also ich hatte ja schon einige Veranstaltungen, wo ich dann auch, also, aber das war eher so, dass ich mir selber so, also nicht von anderen extern so gepusht wurde, sondern dass ich von mir aus hohe Erwartungen gemacht habe und dann gehe ich hin und wird es eben nicht so. Aber wenn ich mit der Party-Crew da bin und dann weiß ich auch, dass die Party-Crew da ist, dann wird es so oder so geil. Ja. Dann ist auch scheißegal, was so noch so passiert am Abend. Also gut, wenn es irgendwie jetzt brennt oder sonst irgendwas, ist nicht so geil. Aber normalerweise, wenn die Band nicht so gut ist oder wenn andere Tänzer da nicht so geil da sind, keine Ahnung, dann zieht mich das nicht so runter, wenn man in der coolen Gruppe ist. Ja. Wenn man aber nicht in der coolen Gruppe ist, man macht sich selber so diese Hoffnung, dass es richtig, richtig geil werden wird. Und man geht eben halt alleine dahin und man kennt auch vielleicht da keinen. Dann kann das schon mal frustrierend sein. Ja. Was soll ich noch sagen? Nö, sonst fällt mir jetzt gerade nichts dazu ein. Ja, dann frage ich doch schon mal, what time is it? Oh, it's recap time. Oh. Aber ich hatte auch noch mal eine Surprise. Oh, was? Surprise. Das ist mir gerade so. Eine Re-Surprise. Eine Re-Surprise, ja. Weil irgendwie, als wir gerade drüber sprachen, ich wollte es eigentlich auch da direkt sagen, aber dann habe ich gedacht, nein, das ist eine gute Surprise-Question. Und dann ist mir aufgefallen, ach, Phil muss ja die Surprise-Question stellen. Naja. Ja. Ja, dann mache ich jetzt sozusagen eine Delayed Question zum Topic. Oh. Wir hatten ja dieses Ding mit den Aufforderungen und so, dass man auch Nein sagen darf und so. Und da ist mir irgendwie nochmal so in den Sinn gekommen, Frage an dich, was war denn deine, ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen, dümmste Tanzaufforderung, die du jemals hattest von einem Follower? Wie wurdest du so richtig bescheuert aufgefordert? Also bescheuert gar nicht so, eigentlich nicht und dumm auch nicht, aber was ich ganz komisch finde, also das ist uns quasi schon mehrfach passiert. Ja, ich glaube, du weißt, was du sagst. Du sagst jetzt. Und zwar, Boris und ich standen nebeneinander, haben gerade nicht getanzt und es kam
eine junge Dame, also auf mich, also schon häufiger, zwei, ist nicht dieselbe, aber nee. Möchte jemand von euch tanzen, ja, und sie hatte gar nicht einen von uns auf, sondern irgendwen, und wir so, ja, irgendjemand, ja, such dir einen aus, und ja, mit beiden, ja. Und das finde ich komisch. Genau, das also so eine Tanzaufforderung finde ich komisch, wenn man schon mit jemandem tanzen möchte, dann sollte man den auch fragen und nicht irgendwie, ja. Möchte jemand, möchte irgendwie. Dann kann man auf die Bühne gehen und ein Mikrofon nehmen und sagen, hallo, möchte jemand hier im Raum es tanzen? Irgendetwas. Und so, und dann ist es weder mit mir, noch jetzt, irgendwie noch einem speziell, das ist so, ja, nee. Eine zweite Sache, die ich auch noch komisch fand, also das war aber irgendwie keine Aufforderung, das war auf dem Snowball. Und Snowball. Da war gefühlt, als ich zumindest auf der Tanzfläche war, ein absoluter Follower-Überschuss. Ja, so, und das passiert öfter mal. Da war quasi gar nicht Tanzaufforderung, da war sozusagen letzter Ton und man bedankt sich gerade für den Tanz und dann hat man schon quasi den nächsten Follower im Arm. Mhm. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen befremdlich. Mhm. Und da habe ich mich auch so ein bisschen genötigt gefühlt, jetzt auch noch weiter zu tanzen, obwohl ich vielleicht gerade keinen Bock hatte, der Song zu schnell, zu langsam oder so. Ja. Aber so, ja. Und das fasst es eigentlich auch ganz gut zusammen. Das ist so, man muss ein bisschen mehr auf sich selber achten. Man hätte vielleicht auch den Mut haben können zu sagen, pass auf, ich habe jetzt gerade keine Lust, es macht mir jetzt keinen Spaß, ich fühle mich jetzt nicht entspannt. Und wichtig ist halt, da haben wir am Anfang drüber geredet, man darf halt einfach Fehler machen. So, es ist überhaupt kein Problem, Fehler zu machen. Ja. Und das ist einfach das Wichtigste, was ich so auf jeden Fall mitnehme. Das ist bis jetzt gerade im Recap schon, ne? Ja, okay. Ich springe hin und her. Ich bin Fuchs. Du bist ja ich Fuchs. Bin so ein Wiesel gerade. Okay, ein Wiesel auf Speed. Ja. dann will ich auch mal recappen. Man macht sich oft oder zu oft leider zu viel Gedanken, was denn noch so passiert. Was andere denken, was man macht andere Sachen oder andere Leute dafür verantwortlich, damit man selber eine schöne Zeit hat. Und das ist einfach kulturell, hat sich irgendwie leider so entwickelt. Und man muss mal wieder ein bisschen so zurückgucken oder eher auf sich selber schauen, was man selber ändern kann. Und dann ist es völlig egal, was für Anforderungen von außen bestehen oder was für vermeintliche Anforderungen sogar beim Tanzen. Genau. Oder was auch so für Voraussetzungen oder wie sagt man, Vorgaben. Ansprüche, vielleicht Ansprüche, Anforderungen. Ja, das war ja das eine, so die Gegebenheiten, äußerlichen Gegebenheiten, Bedingungen, was auch da immer besteht. Das ist da völlig wurscht. Man selber kann immer was ändern an der Situation. Und wenn es einfach ist, dass man einfach nicht tanzt. Ja. Die Option besteht immer. Ist zwar blöd, wenn man extra wegen dem Tanzen hingegangen ist, aber wenn alles schief läuft, wenn der Boden zu was auch immer rutschig oder sticky ist, wenn alle Leute treten, wenn die Musik kacke ist und sonst, wenn alles halt einfach kacke ist und man da auch keine Energie irgendwie aufbringen möchte, irgendwie was Positives rauszuziehen oder irgendwie was umzuwandeln, damit es irgendwie geil ist, dann kann man auch einfach mal nicht tanzen. Und dann ist das auch entspannt. Ja, es ist ja meistens auch irgendwie am Abend, man hat die ganze Woche hinter sich, man ist vielleicht noch hungrig und dann muss man die Energie nicht aufbringen, weil man sie auch gar nicht hat und weil es auch viel zu anstrengend ist. Und man würde sie auch nur ärgern. Und dann ist es halt einfach sinnvoll, sich mal hinzusetzen und vielleicht mal versuchen, so trotzdem zu genießen. Das ist ein gutes Stichwort. Das werde ich nämlich heute mit dem Rest des Tages machen. Genießen. Und entspannen. Oh. Beides. Vielleicht sogar gleichzeitig. Das wirst du nicht nur heute machen, sondern das wirst du die nächsten zwei Wochen machen wahrscheinlich. Oh, ich habe nämlich Ferien. Ferien! Ja. Und ein kleiner Ausblick zum nächsten Mal. Wir haben jetzt quasi einen Four-Count hinter uns. Wir haben einen Takt abgeschlagen jetzt. Und dann werden wir eine kleine Bridge einwerfen, haben wir uns gedacht. Dann mal so über derzeitige aktuelle, in Anführungsstrichen, wann auch immer du das hören wirst, Sachen reden, um dann wieder mit neuen Themen einzusteigen. Ja, Rumors und den neuesten Insights, neuesten Schnack. Yes. Die neueste Figur. Die neueste Figur, habe ich gesehen. Ja, genau. Ja, und alles, was uns so aufgefallen ist in der Lindy Hop-Welt und in der Swing-Tanz-Welt. Und da werden wir euch oder dich einfach daran teilhaben lassen. Und ob du das jetzt schon weißt oder nicht, du wirst es auf jeden Fall dann wissen. Und dann wirst du es noch machen. Und unsere Sicht der Dinge. Genau, und überhaupt. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir sind durch für heute, oder? Ja. Und Freeze.
Man, look out, man. That's a killer. Yeah, man, yeah. That's a killer. Oh, just play that again, man. Got to do it. Ja, oder du bist die beste Stefanie, die ich kenne. Oder? Ja. 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 Oder halt immer beim Eltern geht es auch immer. Du bist die beste Mama, die ich habe. Die beste Mama, die ich habe. Ich hoffe, du hast nur eine. Also bei Muttern weiß ich, das gibt irgendwie nur eine. Bei Vätern. Also, bei also wir wollen jetzt hier nicht in die Medizin eintauchen, aber nee. Ich hoffe mal medizinisch. Medizinisch gesehen gibt es auch nur ein Jahr. Das wollen wir zum Thema kommen. Wir lassen das einfach mal so stehen. Wir lassen das einfach mal weg, dieses Thema. Das gehört nicht zur Social Ecke und auch sonst nirgendwo hin.